Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zur aktuellen Tradecard und Sticker Wochenvorschau. Vorab, denkt dran, eine Woche habt ihr noch Zeit, um am Abonnentengewinnspiel teilzunehmen. Dafür müsst ihr euch in dem Video registrieren, beziehungsweise einfach nur einen Text reinschreiben und Abonnent sein. Was ich gedreht habe vor circa einer Woche, guckt einfach die Videos durch, die letzten 10, 12 Stück, da wird es irgendwo bei sein, denke ich mal. Okay, das vorab und nun natürlich geht's los in die neue Woche und wir starten gleich richtig geil. Ich freue mich tierisch drauf. Und zwar Dienstag, wisst ihr Bescheid, ist ja der internationale Fußballdienstag immer. Und da haben wir eine Champions League große Tinbox von Adrenalin XL der Saison 2011-2012. Ich glaube, entweder Sammelchampion oder Sammelbilder Panini Tops wird sich da tierisch freuen. Der freut sich ja immer auf diese Oldschool-Sachen. Und ich selber natürlich auch, weil ich habe so eine Box noch nie geöffnet. 48 Karten, eine limitierte Edition ist definitiv mit drin. Das wird sicherlich mega geil. Und wie gesagt, ich freue mich auch selber schon extrem tierisch auf diese Kiste. Und ja, für mich als Neuling ist es natürlich immer eine schöne Sache. Ich mache seit 9 Monaten ja erst überhaupt, dass ich Tradecards sammle. Vorher waren es auch nur Fußballbilder. So Sticker, WM, EM und davor ein bisschen Bundesliga mal. Und darum richtig, richtig cool. Mittwoch Star Wars Zeit, wisst ihr natürlich, und da haben wir 6 Booster, und zwar 6 Booster Star Wars Movie Serie 2. Auch das natürlich richtig, richtig fett, ich leg die hier schon mal rüber. 6 Stück, auch die Movie Serie wie die Clone Wars Serie finde ich faszinierend für mich als New Boy. Und von daher werden wir da sicherlich richtig, richtig Fun haben. Und Donnerstag ist ja Superhelden und Wrestling Zeit, diesmal die Superhelden. Und die Superhelden Serie 1 haben wir ja abgeschlossen soweit. Und ich habe dafür, bam, was Neues. Ich habe schon mal so ein Trading Card Game Set geöffnet. Ich habe noch 2 weitere. Einmal das mit Batman und einmal noch ein anderes. Ich weiß gar nicht mit wem, Doc Ock oder so. Egal. Und da ist natürlich richtig was drin. Richtig viel Material. Das wird ein richtig geiles Unboxing werden. Das Upper Deck Trading Card von DC. Sonst haben wir ja meistens nur Marvel Superhelden, weil Tops Marvel eben macht. Wäre auch mal eine geile Sache, wenn die sich vielleicht für die DC-Sachen interessieren würden und da ein bisschen was unboxen. Aber gut, wir werden ja sehen, wie sich das dann entwickelt. Dann haben wir den Freitag. Freitag Bundesliga-Zeit werden wir natürlich zum einen Booster unboxen, zum zweiten auch noch ein bisschen über 2, 3 Spiele vielleicht schnacken. Werder Bremen ist klar, ich bin Werder-Fan, werde ich drüber reden, über das nächste Spiel gegen Augsburg und vielleicht nochmal das ein oder andere Schlagerspiel, was mir so ins Gedächtnis fällt, wo ich dann auch meinen Senf zu gebe und ihr natürlich auch gerne in die Beschreibung reintippen könnt oder reinschreiben könnt, was ihr von dem Spiel haltet an dem Tag und was ihr da für Prognosen habt. Und dazu machen wir Match Attacks. Die aktuelle Saison ist ja jetzt gestartet und das sind die aktuellen Karten. Sie sind zwar aus der letzten Saison, sind aber eben aktuell, weil die neuen Karten kommen ja erst noch. Und zwar haben wir 5 Booster mit 5 Spielern und nochmal einen Booster mit 10 Spielern. Also da geht es auch richtig, richtig rund. Freue ich mich auch schon tierisch drauf. Also es wird eine echt pickepackevolle Woche. Und auch der Samstag geht dann wieder weiter mit Cars 2. Kuddelmull Samstag, 5 Booster der Cars 2 Reihe. Auch da haben wir schon das ein oder andere Boxing durch. Wird die Karten selber sehr schön das einsortieren. Die Hölle, habe ich ja auch schon erwähnt. Und am Sonntag werden wir dann, ich glaube es ist das erste Mal, dass wir es machen. Wir haben zwar die Sammelmappe schon gestartet zu unboxen. Ihr hört auch sicherlich dieses Knistern im Hintergrund. Denn da wollen wir uns an die Hero Mutant Ninja Turtles Serie 2 machen. 5 Booster Turtles Mutant Ninja Mutant Mayhem Reihe. Und es gibt ja jetzt den neuen Kinofilm, von daher passt das, glaube ich, sehr, sehr gut dazu. Und ich wünsche euch da dann auch sehr viel Spaß und mir natürlich auch. Ja, das war's dann. Es ist, wie ihr seht, richtig voll der Tisch mal wieder. Natürlich immer bei mir. Und jemand hat auch schon mal gefragt, das will ich vorab nochmal sagen, Mensch, ist das nicht arschteuer und blablabla. Man muss natürlich Prioritäten setzen, seine Hobbys gucken, was man macht. Und man sollte bestimmte Sachen auch bei eBay kaufen und vielleicht nicht sofort kaufen. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich die Starter-Maps direkt kaufe, weil die werden auch nicht günstiger im Normalfall, werden sie sogar noch teurer, wenn sie denn aus sind, in den meisten Fällen. Gibt Ausnahmen. Aber Booster oder Tinboxen, wenn die rauskommen, außer man hat da richtig Bock, die zu sammeln, klar, gibt es ja die eine oder andere Serie, wo ich es mir auch direkt kaufe, aber das meiste hole ich mir dann über eBay. Und auch erstmal nach einer gewissen Zeit. Ich habe ja jetzt eine Nachholzeit, weil ich ja nie Trade Cards gemacht habe. Von daher kriege ich viele Sachen auch
zu einem weitaus günstigeren Preis. Dann zahle ich eben statt 1 Euro für einen Booster, zahle ich dann 30 Cent für einen Booster. Und da sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Ich sag mal, wenn ich mir einen Booster leisten kann für 1 Euro oder ich kann mir 4 Booster holen, ist eine ganz andere Geschichte. Gebe ich 10 Euro aus, 10 Booster oder 40 Booster. Das ist eben das, was ich meine. Und von daher kann man da durchaus sein Hobby frönen, Spaß haben und trotzdem das auf einem einigermaßen finanziellen Level halten. Okay, das war's dann dazu und ich wünsche euch auf alle Fälle einen richtig geilen Start in die Woche. Das Wetter soll ja nochmal richtig hochknallen in den nächsten Tagen, da freue ich mich natürlich drauf. Und euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.